Hallo Freund und willkommen zurück zu Condemned Bloodshot. Hey, hey, ganz ruhig, nicht? Ruhig bleiben, Kleiner, okay? Sehr schön. Folgendes Problem. Condemned 2 hatte ja Soundprobleme im letzten Part und es gab am Anfang ein Patch. Also ganz zu Beginn, alle, die eine Playstation haben, wissen, wie es aussieht. Da steht am Anfang, hey, Version blablabla, 1.1 ist draußen, installiere es. Ich habe es gedrückt und dann ist ständig meine Playstation 3 eingefroren und ist abgestürzt. Ich habe dann gegoogelt. Und wisst ihr, was die Lösung war? Folgendes. Ich lese euch vor. Also hier ist auf Englisch, aber ich lese es nicht vor. Man musste die PlayStation 3 per LAN-Kabel direkt an den Router anschließen, sich anmelden, das Spiel starten. Wenn dann dieses Update-Fenster kommt, muss man das Kabel trennen, warten, bis im Hintergrund dann das Sega-Zeichen kommt, also die Entwickler, dann wieder reinstecken, schnell auf X drücken und dann installiert er es erst. Was? Deswegen ist das Spiel in Deutschland verboten, weil Leute wegen diesem scheiß Patch ausgeflippt sind und Leute umgebracht haben. Ehrlich, was ist das? Andere Möglichkeiten gab's nicht. Ich habe andere Möglichkeiten versucht, dass man das irgendwie da warten muss und so ein Scheiß, aber es hat nicht geklappt. Das wollte ich nur mal sagen, was für ein scheiß Patch das war. Dafür möchte ich mindestens jetzt von euch 1000 Euro, weil für diese Mühe, ich saß hier gerade 5 Minuten. Hallo? Okay, wir starten jetzt direkt ein neues Spiel. Das nicht, nein, wir machen weiter. Das war keine Ahnung, was für ein Scheiß. Und ich hoffe, die Soundprobleme sind jetzt behoben. Es gab da ein paar Soundprobleme. Das ist der Soundpatch. Aber es gab irgendwie andere Probleme. Und zwar gab es im Multiplayer anscheinend Waffen, die einfach kein Geräusch gemacht haben. Das ist natürlich sehr interessant, wenn Waffen keine Geräusche machen. Ja, Ninja-Waffen. Vielleicht gab es Ninja-Waffen und die Entwickler wurden nicht verstanden und waren dann ganz traurig. Und es lädt verdammt lange. Was geht denn hier ab? Komm schon, hey. Hat der Patch jetzt längere Ladezeiten reingebracht? Oh, sehr gut. So, weiter geht's. Heilige Scheiße! Was ist los? Okay, that escalated quickly. So, jetzt hören wir mal den Sound und... Ja, da ist tatsächlich kein Knistern mehr, aber trotzdem übersteuert er noch. Aber ich glaube, das gehört dazu. Alles klar, wo kamen wir jetzt her? Von dort drüben. Oh, da unten sind die. Sind die alle respawned? Was, war ich am Leuchtfeuer oder was? Leuchtfeuer wegen Dark Souls. Weil da respawnen die ganzen Gegner, wenn man einmal am Leuchtfeuer rastet. No trespassing, okay. Boah, ist der Ton stumpf und so dumpf einfach nur. Er ist so basshaltig. Throwing weapons. In some cases, throw weapons can interact with the environment. Throw a weapon at the ladder cover to open. Okay, das können wir da oben öffnen. Jetzt brauchen wir nur irgendetwas, was wir werfen können. Wie zum Beispiel das hier. Okidoki. Wie wirft man nochmal? Das nicht. Yeah. Komm herunter, kleine Leiter. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Alles klar. Ein Ärmchen nach dem anderen. Ach, ich sehe es doch schon kommen, wie gleich jemand steht. Alma oder sowas. Komm schon, das ist doch der alte Schocker. Der alte Vierschocker. Gleich kommt's, gleich. Und hier. Seht ihr nichts. Okay. Das schneiden wir raus. Oh Gott, ich dachte schon, da ist ein wunderschönes Vögelchen, das auf mich zugeflogen kommt. Boah, ist der Ton voll. Weiß ich nicht. Das fühlt sich richtig an, als würde man ein verbotenes Spiel spielen hier. Alles klar. Was? Jetzt reicht's aber hier. Schnell weg hier. Oh, man kann treten, seht mal hier. Sehr geil, okay. So sprintet man. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erstmal die ganze Steuerung wieder kennenlernen bei so vielen Spielen, die ich spiele. Okay. wo geht's jetzt lang? Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach das Leben und beenden das Ganze. Hm? Ihr mögt es ja eh nicht. Oder doch? So, ich glaube, wir müssen das hier nehmen. Und irgendwo gegen... Ah, da. Ich habe geworfen und ich werfe ein Mädchen. Jetzt werfe ich. 1000 Teile zersprungen. Sehr schön, okay. Das heißt, jetzt kommen keine Gegner, oder was? Komm, wir nehmen noch einen. Und hoffen mal, dass wir jetzt... Oh, guck mal hier, hier gibt's... Aha. Kann ich daran was drücken oder so? Ah, man kann hier rein, sehr schön. Und runter mit dir. Ich bin hier. Wer will verprügelt werden, ihr drei Drecksäcke? Ja, mir ist nichts Schlimmes eingefallen, aber es ist noch vor
Vor 18 Uhr, ich darf nichts Schlimmeres sagen. So. Ich darf euch jetzt auch nicht meine Brüste zeigen. Ich wollte... Oh Gott! Ich sehe dich, Kumpel. Komm, nehmen wir das hier mit. Ich glaube, das bringt ein bisschen mehr, wenn wir uns gleich die Beine brechen. Können wir uns besser abstützen, wenn wir gleich vermöbelt werden und nicht mehr gehen können. Als so ein Stein. Gott, der Sound, der ist ja... der ist ja echt gemein. Können wir zwei Stück... Komm, Double-Stütze. Der Puppenarm, Prosthetic Arm. Ihr habt darauf gehofft und hier ist er. Sieht ein bisschen anders aus. Jetzt könnte ich ein bisschen die Gegner angrupschen. Grupsch. Alles klar. Drehen wir mal ein bisschen hier an den Dingen. Wie gefällt's dir, Süße? Wie gefällt's dir? Komm schon, sag, stopp. Oh, ja, so. Think about it, asshole. If something happens to him, if Malcolm Van Horn dies, you're on your own. And you'll be left to discover the answers the hard way. Verschlung von der Dunkelheit. Okay. Wir sollen den finden, bevor er verschlungen wird. Alles klar, gut. Weil es mich auch voll interessiert, dass er jetzt verschlungen wird und stirbt. Weil er auch... Also wir haben eine besondere Beziehung zu ihm. Hallo, hier ist Stephen Hawkins. Ich werde euch alle den Arsch versohlen, ihr Wichser. Ah, oh mein Gott, ich dachte schon, hinter mir kommt was. Hey. Das ist illegal in manchen Staaten, mit Sicherheitsglas rumzumachen. Pass auf, was du da tust, ey. Ich dachte schon, von hinten kam gerade etwas auf mich zugerannt. Kennt ihr das, wenn man in echt ausweichen will, aber eigentlich im Spiel ausweichen sollte? To perform a hook attack, click and then quickly press either a hook attack. Ach so. Damit können wir jetzt so zuschlagen. Wo bist du? Du warst doch hier links. Ins Knie, hä? Komm her. Boah, krasser Scheiß, ey. Ich soll ihn wahrscheinlich punchen, sonst stirbt er nicht. Diese Kämpfe brutal, gnadenlos. So wie es mir gefällt. Wo sind noch mehr von euch? Ich meinte, hey. Oh mein Gott! Oh, fuck! Mann! Alter! Oh, und einige sagen, es ist nicht mehr gruselig genug. Na gut, vielleicht wird es später voll scheiße, aber noch ist es geil. Komm. Komm her! Oh Mann, das ist unmöglich, so ein Combo. Ich bin gleich tot, Mann. Mein Puppenarm ist zerbrochen. Hier gab es doch hinten Heilung, oder? Komm, das nehmen wir mit hier. Wieso kann ich das? Ach, ich muss zertrümmern, genau. Okay, verdammte Scheiße. Die vermöbeln mich hier, aber... Okay, das Kämpfen ist echt verdammt kompliziert. Ich möchte auch mal sehen, was für ein Combo wir machen können mit unseren Füßen. Blocken, nein. Sprinten schlagen. Ich verstehe nicht, was dieser Arm so bedeutet und was der geradeaus bedeutet. Das weiß ich gerade nicht, aber treten, schlagen, treten, schlagen. Ich verstehe das nicht. So, weiter geht's. Ah, ihr habt dich gesehen? Komm her. Treten, schlagen. Ah! Komm! Ja. Oh, wie will die aushalten, Mann?
Dein Genick brauchst du eh nicht mehr. Ich hatte keinen Kopf mehr, dass es halten muss. Na gut, hast du noch, aber ich hab ihn voll verdreht und... Ich hab dir den Kopf verdreht. Den Puppenarm lasse ich jetzt erstmal. Der ist mir dann noch ein bisschen zu schwach. Ist das die Stärke? Damage, mehr Damage, ja, nehmen wir. Das ist gut, das ist sehr gut. Mehr Damage heißt noch mehr Damage. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Tut mir leid, ich nehme auf. Ja, warum nicht? Warum? Hey, hör auf mit dem Glas rumzumachen. Das ist der Kopf aus dem ersten Part, ey, der ist... Ach du Scheiße. Nein. Ich will doch wieder zurück, bitte. Ich will zurück. Kann ich mich ducken? Scheiße, da unten gab es bestimmt irgendetwas. Ein Geheimnis oder so, oder Heilung. Ich frage mich auch, ob wir so einen Slide-Kick machen können. Das wäre natürlich auch richtig awesome. Ja. Nein, können wir nicht. Schade. Na kommt schon, zeigt euch, ihr widerlichen Kreaturen. Aus. Geh weg, nein. Du sollst... Boah, die sind voll langsam unterwegs. Es ist am helllichten Tag und ich hab Schiss wie sonst was. Deswegen liebe ich Condemned. Das hat einfach so eine verdammt krasse Stimmung. Ständig in Gefahr. Einfach diese bedrückende Stimmung, dass man... Das ist krass. Das fühlt sich ein bisschen an wie Demon's Souls, ja. Von der Atmosphäre her wie Demon's Souls, ja. Das würde ich alles in eine Kategorie packen. Demon's Souls Condemned. Malcolm. Okay, hier gibt es doch nichts. Na, super toll. Dann gehen wir jetzt mal hier nochmal rein. Krass. Das Spiel, das ist wie Dark Souls. Das ist echt... Könnte von den gleichen Entwicklern sein. So, komm her. Wo bist du? Komm her. Ja! Und jetzt kommt von da oben was? Komm schon. Ich wusste nicht, ob ich da jetzt mehrmals drücken muss oder was jetzt. Destroy all the ceiling sacks in the area. Ach, die ganzen ceiling sacks. So. Aufhören damit. Da ist noch einer. Der wird mich jetzt holen. Der wird mich holen, aber ich brauche was zu werfen. Und wieder volle... Da kommt jetzt von links noch einer. Jetzt reicht's aber hier mal, oder? Jetzt hört aber mal auf hier. Diesen Quatsch hier. Na, Ende? Ne, da links ist noch einer. Was geht hier ab, Mann? Komm, einen nimmst du. Nimm einen. Use Health Kit? Ach, wir sind voll, oder was? Alles klar. Ah, was hast du denn da? Nein, ich wollte zuschlagen. Was verbirgt sich da? Ich will's haben. Auch wenn ich jetzt Leben verliere ein wenig. Ist schon okay. Gar nichts. Scheißspiel. Ich hasse es. Wir könnten jetzt Leben nehmen, aber ich glaube, ich möchte mir das Leben nehmen. Das richtige Timing entscheidet hier auch sehr viel. So, komm, nimm mit. Alles klar. Mann! Ich vergesse die immer.
liebe es auch mit Controller zu spielen, so kann man leichte Bewegungen machen. Schön smooth. Da kommt gleich viel bessere Atmosphäre auf. Ja, zieh dich dorthin, wo du herkamst. Mein Lieber, keine Zeit für dich heute. So. Hier hängen keine Säcke. Und tschüss. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Für die verschwende ich aber nicht die Kugeln. Wenn, dann für andere Genossen, die mein Schrotgewehr genießen können. Ich weiß nicht, wo... Geh zurück! Dreh nicht durch, ey. Kann ich irgendwie zielen? Ja, na klar kann ich irgendwie zielen. Was fragst du noch so dumm? Oh, kommt her. Wo ist mein erster Gegner? Ich möchte ihm die Birne wegblasen. Komm schon. Na los. Schade, dass man nur eine Waffe tragen kann. Oh, yes. Komm her, aber... Das fand ich auch krass, dass wenn man das Spiel lädt, sofort... Dass man sofort angegriffen wird. Oh nein, wie geht's? Oh, jetzt geht's nicht gut. Oh, komm. Was geht ab? Was war das denn? Ich konnte ihn... Verblute ich oder was? Oh, guck mal, wir heilen uns. Ach, wir heilen uns immer um einen. Sehr gut, okay, auch gut zu wissen. Aber wir kratzen gerade ab, uns geht's überhaupt nicht gut. You Sledge? Oh nein, 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 was ist los mit dir? Warum? Du schon wieder aus der Bar, hab ich dir nicht die Fresse poliert? Wo sind wir jetzt gelandet? Drop it. Oh, yes. Hey, we're just having a little fun. Do it now. Now step away. Keep your hands where we can see them. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Schießt einfach. Schießt auf den, Mann. Der sieht doch nicht normal aus. Stop. Let him go. Was zum Teufel? This is Dorland. Subject secured. Affirmative. What was that about? Forget it. I need you to listen to this. He found me. I don't have much time. Ethan trusted you. Do you recognize the voice? His name is Malcolm Van Horn. Sir, we have a positive ID. Yes, Malcolm Van Horn. Van Horn. Okay. Get Thomas in here. We need to act on this right away. Yes, sir. Report to SCU in 1 hour. You're joking. Ethan, help us. Okay, wenn du sagst, dann tu ich's. Was war das, bitteschön? Was war das, ganz ehrlich, was war das, bitteschön? Dämonen, die uns jagen? Wahrscheinlich aus dem ersten Part. Wir waren doch irgendwie... Ich hab gar nichts zur Erinnerung. Da war was auch mit diesem Fingerabschneiden. Das, ja, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Auf jeden Fall haben wir hier 3 von 3, 4 von 6 Players, Response, Neutral. Ja, das habe ich aus Versehen nicht immer hingekriegt, weil ich nicht genau wusste, was das heißt, aber 4 von 5 habe ich viermal... Also, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wenn euch das gefallen hat, bitte bewertet das Video. Wenn es sehr gut ankommt und das Video schon ziemlich viele Aufrufe am ersten Tag bekommt, werde ich vielleicht 2 Parts an einem Tag hochladen, außer ihr wollt es nicht. Und ja, ansonsten, es gefällt mir extrem. Ich hoffe, euch auch. Die Schocker waren richtig geil. Ich hoffe, das Spiel lässt im späteren Spielverlauf nicht nach. Es wird auch nicht sehr lang gehen, das Spielchen, glaube ich. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Probleme mit dem Patch habt, tut das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann leider auch keine Links posten, wo man das Spiel kaufen kann. Das möchte ich nicht machen. Das ist so ein bisschen so eine Grauzone. Da könnte ein bisschen gefährlich werden. Und ja, ich habe es bei mir um die Ecke gekauft. Und ihr könnt es vielleicht auch irgendwo... in der Ecke kaufen.
Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly.